Grüß Gott, Kinder. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Tage kennt. Es ist, als hätte sich alle Welt verabredet, einen ständig zu stören. Das Telefon klingelt ununterbrochen, Leute, die man jahrelang nicht mehr gesehen hat, kommen schnell mal vorbei und so weiter. Nun, bei Meister Eder war so ein Tag. Ein Kunde gab dem anderen die Tür in die Hand, der Meister Eder kam überhaupt nicht mehr zum Arbeiten. Nachdem ihn ein Kunde gerade wieder fast eine Stunde lang aufgehalten hatte, sagte er zum Pumuckl: Jetzt schließe ich aber die Tür zu. Allmählich können mich alle Kunden gern haben. Ich komme ja überhaupt zu nichts mehr. Und ich komme auch zu nichts mehr. In meiner Schaukel schaukeln kann ich nicht, weil sonst die Leute dumm gucken, und dichten kann ich nicht, weil die Leute dumm reden, und reden kann ich nicht, weil sonst die Leute vor Schreck umfallen, und nicht mal umfallen kann ich, weil mir sonst jemand auf die Nase tritt. Jetzt schließen wir die Türe zu, ja, und sagen dann zu uns Juhu. Ja, recht hast, wir wollen die Türen. Ja, eine Tür ist etwas sehr Schönes, nicht wahr? Ja, und ob? Ja, und auch sehr praktisch. Sehr. Ja. So, und jetzt mache ich endlich den Stuhl da fertig. Ja, und ich mache jetzt endlich, was mache ich denn endlich? Du dichtest. Ja, gut, ich dichte, ich dichte ein dichtes, Dichtetüren-Gedicht. Türe, Müre, Führe, Küre, Lüre. Auf Türe reimt sich überhaupt nichts. Weißt du einen Reim auf Türe? Na, Pumuckl, ich muss mich jetzt auf meine Arbeit konzentrieren. Ja, dann kann ich auch kein Türe-Gedicht machen. Na, denkst du ein bisschen Lüre, nach. Flüre, Flüre, Lüre, 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 Süre, Küre, Klüre. Wenn du mit deiner Säge so einen Radau machst, dann kann ich nicht nachdenken. Ja, dann denkst du halt später nach. Warum soll ich immer später? Du kannst doch auch später sägen. Nein, das kann ich nicht. Meine Arbeit geht vor. Nein, Dichten geht vor. Dichten geht vor. Pumuckl, jetzt bin ich den ganzen Tag aufgehalten worden. Bitteschön, fang jetzt nicht du an, mir auch noch auf Nerven zu gehen. Ich gehe überhaupt auf keinen Nerv. Ich sitze nicht mal auf einem Nerv. Ich lasse alle Nerven in Ruhe. Aber deine Säge, oh, ja. Die zersägt Nerven. Ah, jetzt hör das auf. Ist eine Nervensäge, jawohl. Ja, du bist schon auch eine. Ja, immer der arme Pumuckl. Nicht mal dichten kann man. Nichts darf man machen, nicht geht mal zu, denken. Tut dir nicht leid. Doch, ich tue mir schon leid. Und wie ich mir leid tue, nichts darf ich, nichts habe ich. Nicht mal eine Tür zum Zumachen habe ich. Oh, doch. Türen zum Zumachen sind eine ganze Menge da. Wo denn? Wenn du zum Beispiel gleich die Türe da drüben hinter dir zumachst, ja, und nach in die Küche gehst und dort auch wieder die Tür hinter dir zumachst, ja, dann sind schon zwei prima Türen zum Zumachen. Und ich hab meine Ruhe. Ja, aber das sind doch alles deine Türen. Die gehören doch alle dir. Ich möchte ja auch eine Tür haben. Geh zu jetzt. Nein, ich gehe nicht zu. Türen gehen zu. Du musst mir jetzt eine Tür schreinern. Geh, spinn mich nicht eine, da. Eine Tür. Mit einer Tür allein kann man doch nichts anfangen. Zu einer Tür gehört auch ein Zimmer. Ja. Ich will auch ein Zimmer dazu haben. Alle Menschen haben Zimmer. Nur der Pumuckl hat kein Zimmer. Ja, für dich werde ich jetzt nachher noch anbauen. Wenn ich ein ganz, ganz kleines eigenes Zimmer hätte, dann würde ich meine ganz, ganz kleine Kommode hineinstellen und mein ganz, ganz kleines Bett und alle meine Spielsachen und meine Schaukel und alles gehört mir und du musst mir ganz schnell ein Zimmer schreinern. Ja, oder sonst was. Nein, nicht sonst was. Ein Zimmer, wie es alle Menschen und alle Kinder haben. Lieber Pumuckl, ja? Dass die da für ihn nicht täuscht. Wieso? Es haben keineswegs alle Menschen ein Zimmer. Manche haben nicht einmal ein Bett. Was? Was? Also schlag dir das wieder aus dem Kopf und gib mir Ruhe. Ich will aber! Ja. Ich will! Ruhe jetzt! Du wirst schon sehen, dass ich ein Zimmer kriege. Ein Zimmer, wo mich alle Leute gern haben können. Jawohl, ich mache mir das Zimmer selbst mit so einer wunderschönen Türe. Und damit ist der Pumuckl hinausgerannt und hinauf in die Wohnküche. Die Werkstatt und die Küchentüre hatte dabei kräftig hinter sich zugeschlagen. Und dann stand er vor dem Küchentisch und dachte scharf nach. So, jetzt mache ich mir ganz einfach ein Zimmer im Zimmer, ganz allein für mich. Und zwar hier unter dem Tisch. Muss ich jetzt nur das Tischtuch herunterziehen? Dann ist das ist dann die hintere Wand. Warum lässt sich denn das dumme Tischtuch so schwer ziehen? Ach, da ist auf dem Tischtuch noch das Tablett gestanden, mit Geschirr. Scherben. Oh, ist ja nur der Teller kaputt. Die Topf,
Ja, der Topf ist ja noch ganz. Macht nichts. So, das Tablett wird meine Türe und die Scherben werden mein Geschirr. Du sollst doch nicht umfallen! Dumme Tabletttüre! Du bist doch keine Falltüre. Oder halt, halt! Prima Idee. Das ist doch eine Falltüre. Macht man ganz einfach auf, indem man sie umfallen lässt. Also wenn ich aus meinem Haus gehe, dann poltert meine Tür. So. Alle Kobolde lieben Polterfalltüren. Jawohl. So, und jetzt brauche ich noch Möbel. Einen Schrank brauche ich noch. Schrank ist sehr schwer. Da hole ich mir lieber zuerst das Bett. Das ist ganz einfach ein Sofakissen. So, ja, ui, das wird jetzt ein ganz gemütliches Haus wird das. So, hi-ho-ha, jetzt weiß ich auch, was für einen Schrank ich habe. Ich nehme ganz einfach den Topf, da kann man Kleider sehr gut hineintun. Und der Deckel ist dann die Kleiderschranktüre, eine Deckelkleiderschranktüre. Ja, das ist sehr koboldshaft. Wie gut, dass der Topf vom Tisch gefallen ist. Hab ich nicht so viel Arbeit. So, jetzt kommt der Topf. Kommt jetzt hier so neben das Kissenbett. So, kommt Deckel, muss draufbleiben. So. Jetzt müssen da noch Kleider hinein. Hol ich von der Garderobe. So, hab ich schon hier so einen Schal und hier diese Handschuhe und Moment, das muss jetzt alles in den Topfschrank rein. Deckel weg, so, alles da rein, so. Das kommt alles in den Topfschrank, so. Ist das anstrengend? Und was kommt jetzt? Ja, ui, zu einem richtigen Haus mit einer richtigen Tür, da muss auch ein richtiger Weg führen. Ein Kiesweg, wie im Hof. Ich hab's. Salz ist noch viel feiner wie Kies. Was ist das Salz? So, da. Salz ist auch schon da. So, jawohl, eine ganze Tüte voll. Einen feinen Salzweg machen von meiner Türe zur Küchentüre. So, ist ein wunderschöner Weg. Und jetzt kann ich vor meiner Falltüre sitzen und auf den Kiesweg schauen. Jetzt brauche ich nur noch einen Baum. Einen Baum bräuchte ich noch. Dann habe ich das schönste Weghaus, Baumzimmer von der ganzen Welt. Baum. Oh, Baum ist einfach. Ganz einfach. Nehme ich einfach einen Blumenstock. Das nehme ich da. Jawohl, so. So, hier. So. Und den stelle ich jetzt dahin. Ja, ui. Was bin ich für ein schlauer Pumuckl? Alle Klabauters von der ganzen Welt sind nicht so schlau wie der Pumuckl. Der Meister Eder in seiner Werkstatt ahnte von alledem nichts. Er arbeitete, bis ihn ein Klopfen am Werkstattfenster aufschauen ließ. Draußen stand sein Freund, der Mechaniker Meister Schmidt. Nun, da musste der Schreinermeister denn doch die Tür wieder aufsperren. Schließlich konnte er seinen Freund nicht draußen stehen lassen. Ich hab die Werkstatt heute zugesperrt, weißt du? Weil ich sonst überhaupt zu keiner Arbeit mehr kommen werde. Ja, ich wollte ja nicht länger stören, ich bin bloß gerade mal vorbeikommen, ja. Und weil du schon so lange nicht mehr bei uns am Stammtisch warst, gell, hab ich mir gedacht, schaust halt einmal nach. Ah, das aber nicht von dir. Gibt's was Neues? Oh, nicht, dass ich wüsste, ne? Ja, das heißt, der Pauli heirat wieder. Nein. Ja, er hat seine zukünftige Neile mitgebracht. Na, sowas. Ja. Das musst du mir direkt erzählen. Ja. Weißt du was? Sie sehen Zeit zum Brotzeit machen. Geh, komm ich drauf, trinkst du Schnapsel, auf ein Viertelstiner. Ja, da schau ich natürlich nicht nein. Arglos ging der Meister Eder mit seinem Freund die Treppe hinauf und weil er den Schnaps im Küchenkasten aufbewahrt, führte er seinen Freund in die Wohnküche. Ja du, ja sag mal, ja was ist denn da passiert? Hä? Da schaut's ja aus, als wäre nach einer Saalschlacht. Nein, keine Sekunden kommen allein lassen. Musst du entschuldigen, Schorsch, geh weiter. Gehen wir lieber ins Wohnzimmer rüber und trinken wir dort unseren Schnaps. Ja, du, da ist ja überall Salz verstreut, schau her. Und Schermlingen auch rum. Wer hast denn mit jemandem Krach da herin? Ach wo, das war doch bloß... Ja, ich weiß auch nicht, was das alles soll. Der Blumentopf, da steht mitten am Boden da und ein Sofakissen und den Tisch, also Franzi. Also was der Blumentopf soll, das weiß ich auch nicht. Aber da hat das Tischtuch runtergezogen. Wo? Wer? Warum weiß ich auch nicht.
Und das Tablett mit dem Geschirr runtergeschmissen. Ja, sag mal, wer hat denn das gemacht? Ja, wer? Ja, mei, wer schon? Der Pumuckl. Der Pumuckl? Aha, der. Ich hab euch doch schon mal davon erzählt, aber ihr glaubt's mir ja alle nicht. Ihr meint, sie spinnen. Ja, und der Pumuckl hat auch noch einen Suppenduft unter den Tisch gestellt, hä? Ja. Allerhand? Mhm. Hat allerhand Kraft, der hast du gespinst. Ja, der war doch auf dem Tablett gestanden, Gott sei Dank war keine Suppen mehr drin. Ja, ja, du, da kannst du schon froh sein, gell, dass keine Suppen mehr drin war. Freilich. Da schau, ein Schal und ein paar Handschuhe sind im Suppentopf auch recht gut aufgehoben. Ja, fein grad. Sind fein ein paar Fettflecken reingekommen, aber das macht sicher nichts, hä? Pfeigrad, alle, weil du sagst Pfeigrad, hast denn gar keine andere Erklärung für sowas als wie Pfeigrad? Hab ich schon, aber das hat ja keinen Sinn. Also, Schorsch, es tut mir leid, dass dich das so überrascht. Ich hab mich schon dran gewöhnt, weißt du? Also, was ist jetzt? Magst du lieber einen Himbeergeist oder magst du einen Wacholderschnaps? Ich? Ja, du, da fällt mir gerade was ein. Was denn? Kennst du einen Dr. Kammerer? Nein. Ja, und ich will ihn auch gar nicht kennenlernen. Ich brauche nämlich keinen Arzt. Naja, ich meine ja bloß, gell. Also, weißt du, der wollte schon lange mal zu dir herkommen. Ja. Verstehe mich recht. Ja. Der braucht irgendwas von dir. So? Ich glaube, einen Schrank oder sowas ähnliches, gell. Ist ein guter Kunde von mir. Naja, wenn er was braucht, dann kann er gern kommen. Aber wenn du mir schickst, damit er mich auf meinen Geisteszustand untersucht, ja? Du, dann schmeiß ihn raus. Nur damit wir klar sind, gell. Verstehst du ja, mich was, schon? Was du aber gleich denkst. Jetzt weiß ich alleweil noch nicht, magst du einen Himbeergeist oder magst du einen Wacholder? Ja, eigentlich genau genommen ich vertrag überhaupt keinen Schnaps mehr, weißt du. Ich wollte bloß vorbeischauen bei dir und nur jetzt geh ich gleich wieder. Naja, na, gehst halt wieder. Also, Dr. Kammerer, gell, du den schmeißt mir fein nicht aus, wenn er kommt. Das ist ein guter Kunde von mir, hat nämlich einen Haufen Geld, gell. So, ja. Was für eine Sortenarzt ist denn der? Der? Ja, du, das weiß ich eigentlich auch nicht recht. Ich meine, ein Facharzt für... Naja, das ist ja schließlich wurscht, gell. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Vielleicht komme ich noch selber gleich mit dem her, wenn er gerade Zeit hat. Aber heute doch nicht. Ich hab noch so viel zum Arbeiten. Naja, freilich. Aber du, lass das in der Küche drin alles so stehen, wie es steht, gell. Naja, ich meine bloß, es ist vielleicht ganz praktisch. Franzi, also, servus, vierte und alles Gute, gell. Ja, servus, Schorsch. Servus. Der Mechanikermeister Schmid ist voll echter Sorge um den Geisteszustand seines Freundes weggegangen. Aber auch dem Meister Eder war es klar, was sein Freund dachte und welche Sorte Arzt er schicken wollte. Nun, damit würde er schon fertig werden. Als der Meister Eder wieder in die Küche zurückkam, er hatte seinen Freund bis zur Haustür begleitet, saß der Pumuckl in seinem Haus auf seinem Bett. Pumuckl! Jetzt hast du mich aber wieder so in Verlegenheit gebracht. Wieso? Der ist im Stand und schickt mir einen Irrenarzt ins Haus. Was hast du denn da wieder? Was soll denn der Schmarrn da? Das ist überhaupt kein Schmarrn. Das ist ein wunderschönes Haus mit Garten und Tür und Baum und was? Ich würde dir ja meine schöne Falltüre zeigen, aber weil du Schmarrn gesagt hast, zeige ich sie dir nicht. Nein, lass auf meine Türe stehen! Nicht! Hör das Blären! Meine Türe! Jetzt hör einmal das Blären auf. Du wirst doch nicht meinen, dass der Saustall da so bleiben soll. Doch, der bleibt so, der da bleibt so. Geh her, das dann ist nimm meine das Fesel mein und Haus kehr das Salz zusammen. Was soll denn das überhaupt? Und das ist doch mein Kiesweg zu meinem unter dem Tischzimmerhaus. Als ob du nicht auch ohne Kiesweg hättest unter dem Tisch sitzen können. Nein, das geht nicht. Und überhaupt, wie kommst du denn dazu, ausgerechnet mein Sonntagsschal in Suppentopf zu tun? Du verstehst nichts, du verstehst überhaupt nichts. Und ich sage dir auch nichts von meinem schönen Haus. Ach, und erst recht sage ich dir nichts von meinem schönen Suppentopfschrank. Von was? Von meinem schönen Suppentopfschrank, der Topf da. Das war doch mein Schrank. Aber Pumuckl. Das ist eine gute Idee. Da war doch die fettige Fleischsuppen drin. Und jetzt schau mal mein Schal an. Also nein, die muss ich direkt in die Reinigung tragen. Wenn du wenigstens die Zeigen eingetan hättest und mitten am Boden den Blumenstock... Bitte lass stehen, das ist doch mein Baum. Und nicht das Tischtuch hochziehen. Du machst ja alles kaputt. Ich will mein eigenes Zimmer haben und jetzt habe ich nicht mal mehr eine Tischtuchwand. Okay. Nur noch vier dumme Tischfüße. Das ist doch überhaupt kein Zimmer mehr. Doch. Das ist schon noch ein Zimmer. Nein. Von mir aus darfst du das Sofakissen drunten lassen und die draufsetzen.
Aber alles andere wird aufgeräumt und damit basta. Nein, ich räume nicht auf und damit basta. Und das dumme Sofakissen, das will ich jetzt auch nicht mehr haben. Du hast sowieso schon alles kaputt gemacht. Hast du Schau, alles, es war doch alles, bisher auch recht schön. Alles kaputt gemacht. Du hast doch ein eigenes Bettel und eine eigene kleine Kommode und eine eigene Schaukel. Also ich glaube, kein einziger Kobold von der ganzen Welt hat so viele eigene Sachen. Dass ich nicht lache. Ja, dann lach halt. Alle Kobolde haben schrecklich viele Sachen. Ganze Schiffe voll eigener Sachen. Komm jetzt, Herr Pummel, geh her. Sei vernünftig und geh nun in die Werkstatt und setz dich in deine Schaukel rein und mach ein schönes Gedicht. Nein, ich mag die dumme Gedichtemacherei nicht mehr. Ich dichte überhaupt nie mehr ein einziges Wort, mehr. Pass auf, dafür ist mir vorhin noch ein prima Reim auf Türe eingefallen. Auf Türe gibt's gar keinen. Türe? Türe? Doch. Wie? Türe, Schnüre. Schnüre! Von Schnüre! Der, ja, Schnüre! Von der von Schaukel, die Schnüre sind mir lieber als eine Türe. Ist das nicht eins von den allerschönsten Gedichten, die ich gemacht habe? Schnüre! Was sagst du? Schnüre, das ist ein ganz scheußliches Gedicht. Aber ich gehe jetzt trotzdem in die Werkstatt hinunter. Die Küche ohne mein Zimmer, die gefällt mir kein bisschen mehr. Ja, geht's. Ich setze mich jetzt in meine Schaukel und denke so lange nach, bis ich ein Zimmer habe. Jawohl! Jawohl! Und damit ist der Pumuckl mit hocherhobener Nase in die Werkstatt gehüpft. Der Meister Eder musste trotz der Aufräumearbeit über den kleinen Burschen lächeln, zumal er sich durchaus erinnerte, dass er als Bub auch leidenschaftlich gern irgendein Wigwam oder ein Indianerzelt gebaut hatte. Der Pumuckl aber ging wirklich in die Werkstatt, um nachzudenken. Er dachte nicht sehr lange, dafür aber besonders erfolgreich nach. Und ich will doch ein Zimmer haben, und zwar gleich hier unter der Schaukel, ein Unter-der-Schaukel-Zimmer. Mit Holz kann man ja überhaupt viel, viel feiner Wand machen und viel richtigere Türen, richtige Holztüren. Und mit Sägespänen kann man einen viel schöneren Weg machen und... Oh, ja, aus der Säge kann ich einen feinen Zaun machen und mit dem Wassertopf einen See in den Garten und... Das wird ein Gartenzimmer werden. Da kann ich gleich ein Singgedicht drauf machen vielleicht. Ich werde jetzt gleich bauen, trala, trala, um das Zimmer einen Zaun, trala, trala, und den Weg, den Zaun, den langen Weg über den sehnenfeinen Steg, und die Zange wird das Gartentor, die Pfeile kommt als Riegel vor, und in dem See schwimmt dann ein Fisch, vielleicht bin dieser Fisch dann ich. Sehr, sehr schön geworden. Der Pumuckl hat das Gedicht tatsächlich in die Wirklichkeit umgesetzt. Er hat ungeheuer gearbeitet und Meister Eders Werkstatt bekam bald ein recht eigentümliches Aussehen. Der Mechaniker Meister Schmidt aber war inzwischen spornstreiks zu Herrn Dr. Kammerer gelaufen. Er hatte Glück, dass der Arzt keine Sprechstunde hatte und zu Hause war. Er erzählte ihm, voll spürbarer Sorge, von dem offensichtlich verwirrten Geist Eders und konnte ihn tatsächlich dazu bringen, gleich mitzugehen. Der Meister Eder war noch in seiner Wohnung im ersten Stock, als die beiden dort läuteten. Er öffnete, und ehe er noch etwas sagen konnte, fing der Herr Schmidt gleich an. Also Zufälle gibt's, Franz. Da haben wir doch gerade vorhin noch vom Herrn Doktor gesprochen, gell? Ja. Und schon bin ich ihm begegnet. Ja, aber der Herr Doktor, der braucht ganz dringend einen Schrank. So? Gell? Schrank wär's. Jawohl, ein Schrank. Das haben wir jetzt da. Ja. Naja, nachher. Magst du uns nicht reinbitten? Du kannst doch einen Herrn Doktor nicht da vor der Tür stehen lassen. Nein, selbstverständlich. Also, bitteschön, kommen Sie nicht rein. So, Dankeschön. Macht den Herrn Doktor gar nichts aus, gell? Wenn du nicht aufgeräumt bist. Nein, überhaupt nichts macht mir das aus, nichts. Ich hab aber aufgeräumt, du wirst lachen. Naja, das hättest du aber nicht tun sollen, gell? Ja, und warum nicht? Naja, weil der Herr Doktor, der hätte sich gerne ein bisschen mit uns drüber lustig gemacht, gell? Über deinen Suppentopf auf dem Boden da, den dein Kobold hingestellt hat. Sie brauchen einen Schrank, Herr Doktor. Einen Schrank? Ja, natürlich. Natürlich brauche ich einen Schrank. Stimmt das mit dem Suppentopf übrigens, Herr Eder? Ich will es nicht leugnen, Herr Doktor. Ich könnte es Ihnen auch erklären. Aber das wäre zu kompliziert. Ja, zu kompliziert. Sie glauben übrigens an die Existenz von unsichtbaren, koboldhaften Lebewesen, höre ich, nicht wahr? Hat Ihnen das der Schorsch schon erzählt? Ja. Mein Herr Doktor,
Das mit dem Kobold, das ist ein alter Spaß von mir. Der Schorsch fällt immer wieder drauf rein. Ja, ja. Also reden wir nicht drüber. Was ich sagen will, wie groß soll der Schrank sein? Der Schrank? Ja. Ziemlich groß. Ah, da liegt ja noch der Schal, der im Topf war. Wie ist der Schal denn in den Suppentopf geraten? Haben Sie da eine klare Erinnerung daran, Herr Eder? Ja, freilich, eine ganz klare. Aber ich meine, wir gehen jetzt runter in die Werkstatt, da kann ich Ihnen verschiedene Holzarten zeigen. Und außerdem arbeite ich gerade an einem Schrank. Ja, ja, sicher, das können wir natürlich machen, aber ja. Darf ich vorher noch ein paar Fragen an Sie richten? Ja, freilich, gern. Ja. Über den Preis, gell? Ja, ja, natürlich, über den Preis. Aber was mich interessieren würde, Sie leben hier völlig allein, ganz, ganz allein. Freilich. Und Sie haben da verständlicherweise des Öfteren die nachgerade zwanghafte Vorstellung, Sie könnten nicht mehr länger allein sein und es müsste deshalb hier, zumindest unsichtbar, noch jemand wohnen. Nein, die Vorstellung habe ich gar nicht zwanghaft. Nein, wirklich nicht. Naja, aber Sie stellen sich's vor. Ach wo, das brauchen wir gar kein bisschen vorstellen. Aber können Sie vielleicht mir jetzt mal eine Frage beantworten? Ja, aber bitteschön. Wie viel wollen Sie denn überhaupt für den Schrank ausgeben? Für den Schrank? Ja. Ach so, ja, das muss ich mir natürlich noch überlegen, Herr Eder. Ich weiß nicht, wie viel ich ausgeben kann. Ja, also Herr Doktor, kommen Sie jetzt einmal mit runter und schauen Sie Ihnen den Schrank an. Der steht fast fertig unten. Gut, gehen wir in Ihre Werkstatt. Ja, ja. Hast du eigentlich noch die Schaukel und das Puppenbett in deiner Werkstatt? Freilich. Also das müssen Sie sich anschauen, Herr Doktor. Das ja. ist nämlich nicht bloß ein Spielzeug, gell, sondern, nicht wahr, das darf ich dir sagen, Franzi, gell? Das gehört für den Kobold. Für den Kobold, ja. Aber freilich darfst du sagen, Schorsch, ist ja kein Geheimnis. Ja, eben. Wissen Sie, ich muss mein Freund sein frei lassen mit dem Kobold. Versteh. Das Puppenbettel habe ich ein paar Mal machen müssen für eine alte Kundschaft. Und überhaupt, glauben Sie nicht, dass ich nicht weiß, warum Sie gekommen sind, Herr Doktor? Ja, aber natürlich. Aber ich bin so wenig verrückt wie Sie. So, jetzt bitte schön, kommen Sie rein in die Werkstatt. Ja, in die Werkstatt. Ja. Ja, was ist denn da herin los? Da schaut es ja genau so aus, als wir vorhin in der Küche. Herr Doktor, habe ich es nicht gesagt? Herr Eder? Ja? Die im Viereck auf dem Boden ausgelegten Werkzeuge, die haben doch sicher eine Bedeutung, nicht wahr? Ich meine, entschuldigen Sie bitte, es liegt mir natürlich völlig fern, Sie kränken zu wollen, aber die... Und wieder steht der Topf auf dem Boden. Franz, die Töpfe auf dem Boden, gell, die erschrecken mit's Tod. Naja, das sind eben so Eigenheiten, nicht wahr, Herr Eder, so Eigenheiten, so kleine. Ja, ich gebe zu, ein bisschen eigen ist es schon für einen Außenstehenden. Aber zum Tod erschrecken ist es auch wieder nicht. Es ist nämlich ganz einfach. Was Sie da am Boden sehen, Herr Doktor, das ist quasi ein Haus. Ein Haus? Ja, ein Haus. Ich habe nämlich vor, mir im Bayerischen Wald ein Haus zu bauen. Und damit ich besser planen kann, habe ich mir da den Grundriss aufgebaut. Den Grundriss, ja. Da, wo ich jetzt den Topf hinstelle, ja, da, sehen Sie, da ist ein Quellwasser vorkommen. Das muss ich berücksichtigen. Verstehen Sie? Da kann man dann vielleicht einmal einen Swimmingpool hinbauen. Ein Swimmingpool. Mhm. Ja, und da, wo das Brett steht, da ist die Baulinie. Verstehen Sie? Da, bis zu der Zange, da geht der alte Baumbestand. Und an der Pfeile entlang, da ist die vorgeschriebene Fluchtlinie. Die Fluchtlinie? Ja, Fluchtlinie. Und da, bei dem Brettel da geht das Landschaftsschutzgebiet an. Ja, sehr gut. Die Babi her, die hat mir zugesagt, dass ich bis daher, wo die Säge liegt, da einen Zaun ziehen darf. Franz, sag einmal, du willst bauen? Ja, warum nicht? Meinst du, ich will meinen alten Tag da in der Werkstatt bleiben? Nein. Seit Jahren habe ich schon einen Bausparvertrag. Naja, also das klingt ja wiederum recht vernünftig, muss ich sagen. Ja, und das in der Küche da oben, das war auch ein Hausplan. Freilich, aber der war nicht so gut wie der da. Ich gebe ja zu, dass das ein bisschen kindisch ist, sich das vorzustellen. Aber das ersetzt mir beinahe einen Architekten. So, und jetzt hoffe ich, dass wir nicht in der Heilandstadt sperren wollen. Sonst wär's nämlich nix mit meinen Baublen, Herr Doktor. Aber Herr Eder, ich bitte Sie. Ja, also, da kann ich Ihnen ja nur wünschen, dass Sie bald einziehen können. Ja, mit Ihrem Schrank, glaube ich, wär's wahrscheinlich da nix. Wär's nix? Nein, wenn ich mir ein ganz Haus einrichten muss, wissen Sie, dann bin ich doch in ziemlicher Zeitnot. Also, es sei denn,
Sie wollen unbedingt einen, nachher mache ich ihn aus Freundschaft, weil Sie doch schließlich ein guter Bekannter vom Schorsch sind. Also nicht? Bitte, der Schrank eilt nicht. Nicht? Nein, keineswegs, aber ich möchte Sie jetzt danach nicht länger aufhalten. Oha, was ist jetzt? Ihre Baulinie ist umgefallen, Herr Eder. Oh. Ja. Das war wohl die Grenze zum Landschaftsschutzgebiet. Sie haben die Bretter etwas zu unbefestigt aufgestellt. Ja, also ich glaube, wir gingen besser, Herr Doktor, bevor sein ganzer Plan zusammenfällt. Ja, ja. Wann fangst du denn zum Bauen an? Ja, nächstes Jahr, hoffe ich. Ich lade dich nachher zum Richtfest ein, Schorsch, gell? Also, Herr Eder, auf Wiedersehen und ich freue mich, dass Sie für Ihr Alter noch so gut beieinander sind. Ja, Herzlich, Frau Merck, bitte gut, servus. Nicht dunkel, wir sind Herr Eder. Ja, und auf Wiederschauen miteinander. Ah, die hätten wir losgebracht. Dass du noch einmal ein Zimmer gebaut hast in der Werkstatt, das hätte mich fast aus die Schuhe kommen, Pumuckl. Ist der Bayerische Wald weit weg von hier? Naja, nah ist er gerade nicht. Aber brauchst keine Angst haben, ich baue dort kein Haus. Oh, das ist schade, schade. Es wäre sehr schön gewesen. Ja. Mein Haus, weißt du, mein Haus in einem richtigen bayerischen Wald mit bayerischen Rehen und einem bayerischen Wind, so hui! Und da ein Landschutzmannengebiet und unter dem Topf ein Quellwasser vorkommen. Das würde mir sehr schön vorkommen, ein Quellwasser vorkommen. Ja. Und dann natürlich eine Fluchtlinie, weißt du? Für den Fall, dass ein böser Räuber kommt und wir schnell fliehen müssen. Das habe ich fein gemacht, nicht wahr? Sehr fein, Bubuckl. Aber jetzt reimen wir das ganze schöne Haus auf. Nein. Sonst muss ich ja wieder von vorne anfangen. Und ich habe heute doch schon 2 Waldhäuser gebaut. Um Himmels Willen, nicht nur ein Haus. Warum? Gib Acht, Pumuckl. Ja? Wenn's schön aufräumst, dann denke ich beim Abendessen drüber nach, ob wir nicht da ein Spielecken für dich aus ein paar Bretter irgendwo hinbauen können. Eine Spielecke. Ha? Was meinst? Eine Spielecke mit einer Tür zum richtig zumachen. Vielleicht. Aber zuerst aufräumen und wenn Feierabend ist, dann... Könnte nicht vielleicht vorher schon Feierabend sein? Nein. Das ist aber sehr schade. Wenn ich jetzt schon eine Tür hätte, jetzt, dann könnte ich ja alles einfach hinter die Tür räumen. Nein, umgekehrt ist. Wie? Ich kann erst das Spielecken mit der Tür machen, wenn aufgeräumt ist. Also komm her, geh weiter, Pummel, komm. Ich helf dir aufräumen. Sag einmal, was sollen denn da die Töpferle am Boden? Das hast du doch selber gesagt, ein Swimmingpulk ist das... Ein Swimmingpulk. Töpfe sind sehr praktisch. Also als Topfschrank, als Seetopf, als Quellwasservorkommenstopf. Also weißt du, wenn du doch mal im Bayerischen Wald ein Haus baust, nicht einen Topf müsstest du dann schon mitnehmen. Ja, ganz bestimmt, Pumuckl. Ja, das wird schön. Die beiden haben alles wieder aufgeräumt und der Meister Eder hat wirklich noch über eine Spielecke nachgedacht. Ob er bis jetzt dazugekommen ist, eine Pumuckl-Tür in eine Ecke zu basteln, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Mechanikermeister Schmidt es vorgezogen hat, am Stammtisch die Geschichte nicht zu erzählen. Ja, das wär's also für heute. Und wie die Geschichte von Meister Eder und seinem Pumuckl weitergeht, das erfahrt ihr das nächste Mal. Auf Wiederhören.